können wir mal kurz darüber reden, was für ein wunderschönes Wetter wir heute haben. Die Sonne strahlt, es ist angenehm warm, obwohl es heute eigentlich regnen sollte, fällt mir gerade ein, weil wir hatten überlegt, ob wir heute oder Samstag oder Sonntag ein Shooting machen. Wir haben uns dann für Samstag oder Sonntag entschieden und heute sieht das Wetter so aus. Aber ich freue mich sehr. Also ich freue mich über jeden Sonnenstrahl momentan. Ich freue mich so krass auf Sommer. Ich bin dafür, also für den Tag heute anscheinend ein bisschen zu warm angezogen, merke ich gerade auch. Aber zur Not kann ich meine Jacke auch ausziehen. Ja, ich würde sagen, wir holen jetzt die Maus ab in Kalk. Die ist nämlich mit der Bahn dahin gefahren, damit das auf der Strecke liegt und wir von da aus direkt nach Köln weiterfahren können. Und ich freue mich. Ich weiß noch nicht, was wir heute essen. Wir hatten gesagt, dass wir vielleicht wie so eine Käseplatte machen, ein bisschen was an Obst holen. Ich hätte halt voll Bock entweder auf Kiwibeeren oder auf diese richtig fetten, dicken Blaubeeren von letztem Mal. Die waren so lecker. Da muss ich noch zu zwei Poststationen. Einmal in der Nähe von meinem Partner und einmal bei mir. Und die haben beide nur bis 18.30 Uhr auf. Das heißt, es wird ein bisschen ein straffer Zeitplan, wenn man das so nett ausdrücken kann. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, ich hoffe, wir schaffen das alles heute, aber wir schaffen das schon. Wir sind ja noch früh dran. Ich hole die Maus jetzt ab, dann fahren wir nach Köln, 16 Uhr. Ich würde sagen so 17.30 Uhr wäre ganz gut, wenn wir losfahren, damit wir halt wirklich bei beiden Stationen noch alles abholen können. Wenn nicht, zur Not kann ich auch morgen noch was abholen, aber ich hätte das gerne heute alles erledigt. Ich habe heute ein bisschen weniger Make-up drauf als gestern, ein bisschen viel weniger Make-up. Ich weiß gar nicht, habe ich euch gestern mein Make-up im Tageslicht gezeigt? Ich weiß es nicht, weil ich weiß noch, dass ich im Auto gefilmt habe und es gefällt mir richtig gut. Das Ding ist, ich habe heute keine Foundation und nichts auf mein Auge gemacht. Und ich mag es sehr, aber ich habe nur diese leichte BB-Creme drauf. Und das merke ich halt hier in dem Bereich, das sieht halt nicht so perfekt aus. Ne? Ja, deswegen Leute, ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Ich hoffe, dass ich heute mal in der Stadt filme, weil ich vergesse es jedes Mal. Einfach mein erstes Mal im Sephora. Can't believe. Der ist echt schön, den sie gemacht haben. Mhm. Ich weiß nicht warum. Ich finde, der hier hat auch viel mehr als das. Aber der ist halt auch schön. Ich finde den besser. Ja, ich auch. Und sowas mag ich gar nicht, wenn das vorne so offen ist. Die hier fand ich auch toll, aber der ist halt nicht schön. Wollen wir ihn anprobieren? Auf jeden Fall. Ich mache jetzt einfach Damage. Ich wollte kein Damage mehr machen, aber ich mache es jetzt trotzdem. So Leute, we are back at home. Wir haben uns jetzt unser Festmahl gemacht. Ich glaube, für andere Leute ist das so Snack, für uns ist es einfach Essen. Aber ich freue mich, es sieht voll lecker aus. Wird das Essen gefilmt? Ja. Oh mein Gott, Gott sei Dank. Leute, ich bin irgendwie ein bisschen, wenn ich da ist, ein bisschen out of control mit meinem Gehirn. Willst du erzählen, was ich heute gemacht habe in der Umkleidekabine? Was hast du denn da gemacht? Mit der Jacke. Ach so, ja. Der Kopf hat nicht so gut gearbeitet, ja. Ne? Aber Leute, soll man das denn erklären? Ja, ich bin reingegangen. Ich wollte eine Jacke anprobieren und ein Kleid. Das habt ihr ja gesehen. Und Schuhe hatte ich ja auch anprobiert, aber die ja draußen. Und dann sind wir reingegangen. Ich habe so die Jacke aufgehangen. Und dieses Etikett hing mit um den Knopf. Und ich so zu Jessie, ich so, hä, wie soll ich das jetzt abprobieren? Aber ich habe es halt wirklich so richtig ernst gemeint, weil ich dachte mir so, hä, sind die doof, dass sie das sagen? Und sie kommt in die Umkleide, guckt sich das an und zieht den Faden einfach nur vom Knopf und denkt sich so. Vorhang. Ich kann nicht mehr. Ja, und jetzt ist hier ein neues Zara-Paket, weil ich ja so wenig bestellt habe. Ja, mal gucken, was ich davon behalte. Oh mein Gott, man wird safe gar nichts hören. Weil ich hatte nämlich endlich meine Bluse bestellt, die ja irgendwie verschollen ist. Kein Mensch weiß, wo ich meine, dass er meine Bluse hat. Egal, ich werde nochmal in seinem Schrank gucken. Vielleicht habe ich ja recht. Ja, aber deswegen gucken wir jetzt Blusen an. Und was machen wir noch gleich? Also wir haben jetzt gefühlt locker eine Stunde gegessen. Aber es war so lecker. Es war schon echt richtig gut. Ja, und jetzt mal gucken, was wir machen. Außer auspacken. Oh wow, Moment. Besser. Oder? Ich weiß nicht, Leute. Ich sehe auf jeden Fall fix und fertig aus heute. Ich bin auch wirklich durch. Also ich muss sagen, es lohnt sich wirklich lange Haare zu haben, weil egal wie seine Haare fallen, es sieht trotzdem, it looks good.
Ja, Leute. Wir waren heute den ganzen Tag unterwegs. Schande über mein Haupt. Ich hatte euch heute Morgen oder heute Mittag noch eine Story im Auto gemacht und gesagt, ich poste auf meiner Arbeitsseite. Wir haben 10 vor 1. Ich habe wirklich, also seitdem ich am Fasten bin, ist bei mir eine Sache wirklich ganz schlimm. Wir haben euch das eben schon beim Sortieren und Auspacken so ein bisschen gesagt, aber ich schwöre euch, mein Gehirn ist einfach Matsche. Also ich kriege meine Arbeit hin, das ist alles gar kein Problem. Ich weiß ja auch, was ich machen muss und so. Und ich bin ja auch sicher, was meine Arbeit angeht, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. So Alltagssituationen, wie zum Beispiel dieses Shoppen gehen heute mit diesem Knopf. Ich dachte mir so, als sie das so abmacht, was ist los mit mir? Also, wie verpeilt kann man sein, dass ich einfach nicht gerafft habe, dass dieses Schild nur um den Knopf ist und ich gucke sie so an und sag so, Hemmers, wie soll ich das jetzt anprobieren? Und ich habe es halt wirklich ernst gemeint. Wirklich so ernst. Ja, es gab noch 2, 3 Situationen, seitdem ich am Fasten bin, wo das auch so war, wo ich mir auch dachte, so peinlich. Aber mein Gehirn ist irgendwie ein bisschen lost. Ja. Ich habe gestern übrigens den ersten Tag mal nichts, gar nichts Süßes gegessen. Heute hatten wir uns Helva geholt. Ich hatte heute mal das Fruchtige und Schoko probiert. Schoko hat mir ganz gut geschmeckt. Das Fruchtige war eher nicht so meins leider. Ich kann auch nicht erklären, warum dieses Natur, also warte, was war das? Butterhelva oder so? Ist the best one. Lotus ist auch nice, aber ein bisschen fester von der Konsistenz her. Und Schoko war auch so ein bisschen fester von der Konsistenz her. Pistazien, muss ich sagen, hat mir leider nicht so gemundet, obwohl ich voll das Pistazien-Girl bin. Und wir haben uns heute durch alle Düfte geschnüffelt im Sephora, im Douglas. Boah, es war so geil. Es tat so gut, mal an allen Düften zu riechen und Sachen auszuprobieren. Ich wollte auch unbedingt mal in den nächsten Wochen zu Bräuninger. Ich wollte nämlich unbedingt an diesen Montal-Düften riechen, weil ihr wisst, ich habe Montal-Düfte und ich liebe sie. Aber ich bin auf der Suche nach einem neuen Signature-Duft für mich und ich bin sehr, sehr schwer zufriedenzustellen, was Düfte angeht. Also ich mixe auch gerne Düfte, damit ich nicht so rieche wie jeder oder jede zweite oder dritte. Ich mag das gar nicht, wenn man nur einen einzelnen Duft trägt. Ich bin halt wirklich ein bisschen tricky. Ich habe auch heute eine Kombo gefunden für mich. Die fand ich sehr nice. Also die hat mir sehr gefallen. Aber es gab einen Unterton in dem Duft, der hat mir nicht gefallen. Ich weiß gerade, doch, ich weiß die Namen. Und zwar Tom Ford, Vanilla Sex war das eine. Das hat so ein bisschen, es hat nach Vanillepudding gerochen, aber es hatte so einen leicht abgestandenen Unterton in dem Geruch und das konnte ich gar nicht. Aber der Mix aus, es gibt einen neuen Duft von Tom Ford, auch was mit Cherry, aber nicht Lost Cherry, sondern was anderes. Und die beiden im Mix waren übertrieben nice. Das Problem ist, dass von Vanilla Sex dieser Unterton von abgestanden trotzdem noch mit durchkam und deswegen war es ein No-No. Aber diese beiden gemixt, wenn ihr Vanilla Sex mögt von Tom Ford, Bombe. Wirklich sehr, sehr nice. Ich liebe ja die Düfte von Tom Ford, von Montal. Ich bin sehr hochpreisig, was das angeht. Aber ich liebe das. Also für mich gibt es nichts Schlimmeres, als nicht gut zu riechen. Ich bin immer on fleek, was mein Geruch angeht. Egal, ob ich aussehe wie ein Penner oder nicht. Ich rieche immer gut. Ja. Ich sitze jetzt hier. Ich trinke jetzt noch mein Glas Wasser. Ich werde mir, glaube ich, noch ein... Wir haben uns diese Löffeleier geholt. Und davon werde ich, glaube ich, jetzt gleich noch eins essen. Ein bisschen hell war es noch übrig. Und Leute, wir haben ja heute einmal diese riesen Blaubeeren wieder geholt. Da werde ich gleich auch noch ein paar snacken. Und wir hatten richtig große, kernlose, rote Trauben geholt. Und ich habe die Packung ausgesucht. Und das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich Trauben hole, wo jede Traube legit so groß ist und so geil süß und saftig schmeckt. Ich freue mich so sehr auf diese Trauben gleich. Ich werde die heute auch noch alle auffuttern. Und ja, eigentlich wollte ich noch ein bisschen was lesen. Ich habe jetzt mein Buch im Schlafzimmer vergessen. Deswegen gucke ich jetzt ein paar YouTube-Videos. Ich habe mich mal wieder eine halbe Ewigkeit nicht gemeldet. Ich habe mir jetzt wieder mein Tiefenreinigungsshampoo drauf gemacht. Lass das wieder eine halbe Stunde einwirken. Werde jetzt gleich mal schauen, was wir kochen können.
Und wenn ich meine Haare ausgewaschen habe, werde ich duschen gehen, mir was schönes Freshes anziehen. Und da freue ich mich schon drauf. Ich habe mir diesmal einen Müllbeutel drum gemacht, damit die Wärme sich darin schön stauen kann. Ich werde jetzt in der Zwischenzeit lesen, denn ich würde heute sehr gerne mit meinem Buch fertig werden, dass ich Band 2 anfangen kann. Bei Band 4 ist nämlich rausgekommen, den habe ich bestellt. Der kommt morgen an. Und ja, ansonsten würde ich sagen, Leute, heute geht's mir gut. Die letzten Tage ging es mir auch gut. Den einen Tag ein bisschen mehr Hunger, den anderen ein bisschen weniger. Aber ihr wisst, ich liebe die Fastenzeit. Für mich ist das immer so ein bisschen... Ich kann das gar nicht erklären. Ich liebe einfach die Fastenzeit. Und ja, ich würde sagen, ich melde mich dann später zum Essen. Und bin gespannt, was wir heute zu essen machen. So, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Meine Babyhaare stehen immer noch wie eine 1. Und ich sag's euch, Leute, ich verstehe das nicht. Wie kann man in dieser Länge noch nach oben stehen? Ich verstehe das nicht. Legt euch doch hin. Chillt mal. Aber ich verstehe das nicht. I don't get it. Egal. Ich habe jetzt meine Haare ausgewaschen und ich muss sagen, es wird immer besser von der Tönung her. Ich weiß übrigens jetzt, was ich vorhabe mit meinen Haaren. Der Termin dauert allerdings noch ein bisschen. Ich hätte halt niemals gedacht, dass ich so lange auf einen Friseurtermin warte oder darauf hinarbeite, sage ich euch ehrlich. Aber ja, ich glaube, was lange währt, währt gut. Und diesmal bin ich echt bereit, diesen Schritt zu gehen. Deswegen bin ich gespannt, wie lange ich es durchhalte damit, wie es mir gefallen wird, wie ich damit klarkomme. Das Gute ist, dass mein Naturansatz bis dahin halt noch ein Stückchen weiter rausgewachsen ist. Was ich genau mache, werde ich definitiv nicht erklären, logischerweise. Aber ich werde meine Haare bis dahin wachsen lassen und dann das Stück, was so gesehen überschüssig ist, zu meiner Wunschlänge einfach abschneiden. Und ja, ich habe meine Haare heute übrigens glatt geföhnt und ich hasse es, meine Haare glatt zu föhnen, weil das Ding ist, die sehen dann halt noch dünner aus, als sie sowieso schon sind. Das sind einfach alle meine Haare. Reden wir nicht drüber, oder? Ich benutze auch momentan Rosmarinwasser jeden Tag. Jessica hat mir das nämlich diesmal vorbereitet, netterweise. Und ich habe schon zu ihr gesagt, ich will unbedingt einmal dabei sein, weil dann kann ich nämlich für sie auch das Ganze vorbereiten. Ich finde es auch sehr witzig, wie irgendein Nachbar hier sein Licht angemacht hat und jedes Mal unser Licht dann angeht. Amazing. Ja gut, ich würde sagen, ich melde mich gleich. Ich werde jetzt noch ein bisschen lesen, so eine Stunde ungefähr. Oder, nee, eine halbe Stunde ungefähr. Und dann werde ich mal schauen, was ich uns zu essen mache. Und ja, die Mausis sind am Schlafen. Mia hat mich die ganze Zeit begleitet, wie ich am Duschen war, meine Haare am Auswaschen war. Ich weiß nicht warum, die kleine Maus, die liebt das dabei zu sein. Die legt sich dann so auf den Badteppich ganz entspannt und guckt mir zu. Und sobald ich rausgehe, flitzt sie mir hinterher. Ich finde es halt super knuffig. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal das Licht hinterm Fernseher aus und melde mich dann später zum Essen oder zum Kochen. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Ich werde jetzt kochen. Wir haben noch Champignons da. Ich gucke jetzt mal, ob die noch gut sind, aber ich glaube schon. Dann schneide ich die nämlich auf. 2 Zwiebeln, gleich wird noch Fleisch gebracht und ich setze jetzt schon mal Nudeln auf. So Leute, ich die Nudeln kochen. Zwiebeln sind vorgeschnitten und ja, ich warte jetzt, bis sie zu Ende gekocht sind und dann warte ich gleich, wenn der Einkauf kommt, dass ich zu Ende koche. So Leute, auf jeden Fall. Wenn ich jetzt eine Kunde und ich muss mich ein bisschen beeilen, weil ich bin ein bisschen spät dran. Leute, ich bin auf dem Weg nach Hause. Ich habe nämlich jetzt eine Kunde. Ich bin bisschen spät dran. Ja, so spät bin ich noch nie losgefahren, aber irgendwie, ich kam heute nicht aus dem Bett. Es fiel mir so schwer heute, so auf Ernst einfach aufzustehen. Ich lag den ganzen Tag heute nur im Bett rum, bis ich jetzt eben los musste. Irgendwie, keine Ahnung, ich habe gestern übertrieben viel gelesen. Ich glaube, ich habe gestern über 120 oder fast 130 Seiten gelesen. Heute Morgen habe ich, glaube ich, auch nochmal fast 50 Seiten gelesen. Ja. Ich bin eine motivierte kleine Lesemaus und ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Ich habe auf jeden Fall jetzt gleich eine Kundin, Hairstroke, und ich bin gespannt, wie es wird. Ich hoffe, dass alles so läuft, wie ich mir das wünsche. Das Problem ist, beim Termin machen habe ich irgendwie nicht so ganz Fasten und Iftar und so diese ganzen Zeiten bedacht, weil wir haben 17.13 Uhr. Iftar-Brechen ist, glaube ich, um 18 Uhr, was waren das heute, 55, und das schaffe ich halt nicht. Also so schnell bin ich nicht beim Arbeiten, das stört mich aber auch nicht. Ja, ich hätte es nur mal bei meinen Terminen bedenken können, aber mein Gott, das ist jetzt ein Termin, wo es ein bisschen blöd gelaufen ist, wenn man das so sagen kann. Und ja, ne?
ein bisschen vorbei, unterwegs. Ich habe gerade meine Falafel warm gemacht. Ich stelle jetzt nochmal 30 Sekunden an. Meine Kundin ist jetzt weg, die erste. Jetzt kommt Lo. Jetzt removen wir endlich mal ihre Augenbrauen weiter. Und danach habe ich auch Feierabend. Ich bin so kaputt, Leute, ihr wisst nicht. So Rückenschmerzen irgendwie. Ich kann auch nicht sagen, warum. So krass, aber ja, auf jeden Fall habe ich starke Rückenschmerzen. Ich hatte heute netterweise von Fancy Food wieder Falafel zugeschickt bekommen. Und passend dazu diese, was ist das, Curry-Senfdip. Schmeckt richtig nice und damit werde ich jetzt mein Fasten brechen. Ich habe zu Hause, also anderes zu Hause, noch ein paar Donuts. Die werde ich euch gleich zeigen oder hier im Bild einblenden. Ich hoffe, die sind noch nicht gegessen worden. Das kann ich natürlich jetzt nicht beurteilen, aber ja, ich würde sagen, ich melde mich, wenn ich fertig bin mit der Arbeit. Es kann sogar sein, dass das Lo war. So, liebe Leute, das war meine Kundin vorher. Sie hatte leider eine Fremdarbeit, deswegen konnten wir keine Hairstroke-Technik machen, weil das hätte überhaupt nicht gut ausgesehen. Deswegen haben wir dann Powder bzw. Ombre Brows gemacht. Und die Blümchen hat Lo mir mitgebracht. Ich habe mich so gefreut, die waren so schön. Für mich kamen heute zwei Pakete an. Ich hatte nämlich etwas bei Shein bestellt, witzigerweise. Ja, ich habe zwar mit denen eine Kooperation, aber ja, ich bestelle auch trotzdem bei den Sachen. Und ich würde sagen, das packen wir jetzt einfach mal gemeinsam aus. Ich zeige euch aber noch kurz die Donuts von Fancy Food. Leute, wie tasty sieht es bitte aus. I love it. Also von mir immer noch absolute Empfehlung. Deren Essen ist einfach so lecker, alles frisch gemacht. Ich liebe es. Jetzt mal gemeinsam das Schienenpaket auf. Boah, Leute, ich bin so platt heute von der Arbeit. Ich weiß nicht warum, aber heute war irgendwie viel. Obwohl es nicht viel war. Also, keine Ahnung, vielleicht war es auch heute wegen dem Fasten. Ich kann es euch nicht sagen. Ich arbeite eigentlich immer lieber früher, anstatt so spät wie heute, weil ich erst um... Scheiße. Ich war nämlich erst um 21 Uhr irgendwas fertig. Hat sich ein bisschen gezogen, ne? Shein habe ich das mal bestellt wegen diesem Gürtel. Ich habe mir nämlich letztes Mal diesen Gürtel in Braun bestellt und ich fand den so hübsch. Und ich habe halt keine anderen normalen Gürtel, abgesehen von meinen Hermes Dupe Gürteln, die ich sehr, sehr liebe. Aber manchmal braucht man auch einfach einen Gürtel, der halt diese Dinger hier hat, ne? Damit der wirklich festgestellt ist. Gerade wenn man sowas als Blazerkleid oder so anziehen möchte, finde ich den so hübsch. Oder auch zu diesem Outfit, ich weiß nicht, wer es von Pinterest kennt, mit diesem dunkelblauen Rock, das weiße Top und dann so ein Gürtel. Und ich fand den so perfekt. Ich finde selten Gürtel, die mir so gut gefallen, deswegen hatte ich bestellt. Dann schauen wir mal den Rest an. Ich habe mir nämlich auch noch Nägelchen bestellt. Ich muss dringend morgen Abend meine Nägel machen oder übermorgen tagsüber. So, das sind die ersten Babys, die ich mir bestellt habe. Ich finde die ganz cute. Ich mag die auch von der Form her. Es gefällt mir richtig gut tatsächlich. Muss ich mal gucken, wie die dann getragen aussehen. Dann habe ich mir noch einmal die hier bestellt. Die sehen eigentlich fast gleich aus, nur dass die, glaube ich, sogar eckig sind. Ja, die sind auch rund, aber ihr seht, glaube ich, den Unterschied, oder? Die sind so rund-rund und die sind so anders rund. Auch rund, aber nicht rund-rund. Ich weiß nicht so ganz, ob das so komplett mein Style ist. Ich weiß es nicht. Also für den Sommer ist es nicht schlecht. Das ist auch von der Länge her okay. Es geht halt bis unterm Po. Ich ziehe aber sowieso immer was drunter. Ich weiß nicht, irgendwie, ich dachte, es sieht ein bisschen schöner aus. Ja. Ich weiß nicht. Also vielleicht muss ich das auch noch mehr drum wickeln. Ich gucke jetzt mal. So Leute, ich melde mich gerade erst wieder. Ich muss sagen, ich bin heute wirklich enorm impulsiv. Ich merke das auch extrem. Ich weiß nicht, warum ich heute so sauer bin, aber ich bin wirklich heute den ganzen Tag geladen und ich kann euch nicht sagen, warum. Das ist so ein unterschwelliges Sauersein und ich kann euch nicht sagen, warum. Ich bin einfach wütend und sauer und ich weiß nicht, warum. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt die Sachen für das Shooting morgen und übermorgen eingepackt mit Jessica. Dann habe ich... meine Pakete fertig gemacht, noch ein paar Sachen aus dem Schrank aussortiert, die ich auch aus der App rausgenommen habe. Und ja, ich werde jetzt noch, was werde ich jetzt noch machen? Gleich noch Pakete zur Post bringen. Ich wollte das Paket bei der Post abholen. Die Post streikt heute, Leute. Hier ist überall momentan Baustelle. Wirklich, ich bin ganz, ganz knapp davor zu platzen. Ich weiß nicht, warum ich heute so sauer bin, aber wirklich ist es so viel gerade auf einmal mal wieder. I don't know. So, Leute, ich habe bis jetzt gerade meine Nägel gemacht. Ich bin echt happy damit. Das Ding ist, es ist Ramadan. Eigentlich mache ich ja immer zu Ramadan meine Nägel ab.
Sollte man eigentlich auch. Allerdings, daher, dass wir morgen ein Shooting haben, konnte ich das jetzt nicht ganz abmachen, weil es muss halt halbwegs passabel auch für die Bilder aussehen. Das ist halt nun mal mein Job. Ja, dementsprechend habe ich sehr, sehr kurz gemacht und sehr, sehr, sehr natürlich. Aber ich finde, es ist richtig schön und richtig gut geworden. Habe jetzt eben auch meine Fußnägel gemacht. Und ja, ich bin jetzt gerade noch ein bisschen Wasser am Trinken. Werde gleich auch wieder ein bisschen weiterlesen. Also ich bin heute so weit gekommen. Ich habe jetzt gestern und heute jeweils über 120 Seiten gelesen. Ich bin richtig Schulterklopfer für mich. Ich bin richtig stolz auf mich. Dafür habe ich das Türkischlernen die letzten Tage und Wochen ein bisschen sehr vernachlässigt seit der Schulung. Da muss ich auf jeden Fall ein bisschen wieder reinkommen. Ich bin so müde die letzten Tage und jedes Mal, wenn ich schlafe, schlafe ich wie ein Stein. Aber irgendwie jedes Mal, wenn ich wach werde, habe ich Rückenschmerzen des Jahrhunderts. Deswegen muss ich mich darum mal kümmern. Ich muss jetzt mal gucken wegen einem Topper oder wegen einer Matratze, weil das funktioniert nicht mehr auf Dauer. Ja. Ansonsten zu Iftar, ich habe euch gar nicht das Essen gefilmt, fällt mir gerade auf. Wir hatten heute was bestellt, und zwar Pizza und Nudeln, das haben wir gegessen. Ja, ansonsten ist auch nicht viel passiert, ne? Meine Mondrose ist immer noch on point, dagegen werden wir aber demnächst was verwenden. Dazu kommt dann ein TikTok von mir. Milo hat einfach einen Rübsi gelassen und das werden wir austesten und ich hoffe, dass es dadurch besser wird, weil ich habe keinen Bock mehr. Das Ding ist, zwischendurch ist es wie weg. Dann kommt es aber wieder und sobald diese Pusteln irgendwie da sind, ist es auch so super. Also ich muss sagen, hier um die Nase ist es halt am unangenehmsten, weil es halt so richtig trocken ist und es ist super nervig. So Leute, ich habe euch jetzt ein kurzes Mini-Update gegeben. Ich muss morgen Abend, wenn ich nach Hause komme, den Vlog schneiden. Ich werde morgen den ganzen Tag mit Jessica unterwegs sein, weil wir morgen einen Shooting-Tag haben. Wir werden morgen in die Stadt gehen. Ich werde morgen meine Zara-Bestellung zurückgeben dort vor Ort, weil es hat einfach legit nichts aus der Bestellung gepasst. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon erzählt habe, aber ja, deswegen werde ich das alles umtauschen. Und wir werden morgen mal gucken, ob wir eine weiße Bluse für mich finden, weil ich seit Monaten jetzt auf der Suche bin nach meiner weißen Bluse und ich habe keinen Plan, wo ich diese Bluse gelassen habe. Wie gesagt, ich habe meine ganzen Freundinnen schon durchgefragt. Ich habe keinen Plan, aber ich brauche meine weiße Bluse und ich habe sie so geliebt und ich habe keine Ahnung, wo sie sein soll. Naja, ich würde sagen, das war's von mir. Nägel sind gemacht. Trinke jetzt noch ein bisschen Wasser, gucken wir mal, was wir essen und dann gehen wir auch schlafen. Ich habe mir heute richtig Zeit mit meinem Make-up gelassen. Ich habe jetzt gerade noch Fixing Spray drauf gemacht. Ich muss dringend diesen kleinen Pflaumen hier mal wieder abnehmen. Der Staubi ist am Staubsaugen. Klein Baby hat keinen Bock mehr, weil der Kleine, wir haben gestern einen Nagel aus Versehen ein bisschen zu weit abgeschnitten. Jetzt muss er die ganze Zeit mit so einem Möchtegern-Verband rumlaufen. Ja, ich bin jetzt ready. Ich werde jetzt meine Haare machen, dann springe ich schnell unter die Dusche. Ziehe mein Shooting-Outfit an. Ich glaube, wir haben richtig Glück mit dem Wetter. Es hat vorhin so geregnet und jetzt ist das Wetter viel, viel besser. Ich freue mich extrem. Die kleinen Mäuse sind echt so müde, ne? Ich liebe das, wenn die frisch gegessen haben und die sind so... Et voilà. So Leute, I'm ready. Seht ihr jetzt, was ich meinte? Ich habe meine Haare so gemacht. Ich fand das irgendwie voll cute. Dann habe ich meinen Trenchcoat an. Der ist von Naked ein bisschen älter. Ich habe jetzt erstmal meine... Oh. Meine Sneaker angezogen. Und ich werde das aber gleich wahrscheinlich zu Ballerinas wechseln. Ich finde das sehr, sehr schön für auf dem Bild. Und ich muss sagen, das, was ich hier drunter habe, ist schon ganz schön dick. Also mein Pullover und so, aber ist nicht schlimm. Dafür ist mir gleich wenigstens warm und ich würde sagen, auf geht's. So, liebe Leute, wir befinden uns jetzt im Auto. Ich finde, mein Make-up ist heute richtig gut gelungen. I love it. Und ich fahre jetzt zu Jessica. Ich hole sie heute nirgendwo ab. Wir treffen uns direkt in der Innenstadt bei Zara. Ich darf gleich nicht vergessen, hinten meine Sachen rauszuholen, damit ich nicht hin und zurück laufe. Ja, hätte ich vielleicht gerade mal dran denken sollen, dann hätte ich das hinten schon rausholen können. Denn ich wollte bei Zara meine Sachen zurückgeben, die ich bestellt hatte. Ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, aber mir hatte leider nichts gefallen. Ich mache jetzt mal den Blinker aus. Ja, und dementsprechend wollte ich das alles zurückbringen. Das Witzige ist, ich habe jetzt hinten Sellpy-Taschen drin, weil ich vergessen habe, die gestern zur Post zu bringen. Also ich muss sagen, Ramadan ist für mich immer so die Zeit, wo ich sehr viel über alles nachdenke, aber zu dem Zeitpunkt, wo wir noch nicht irgendwie, ich weiß nicht, jedes Mal ist das so, desto weniger ich esse so gesehen an Ramadan und desto länger das geht, desto weniger esse ich automatisch irgendwie. Ja, und dementsprechend vergesse ich dann irgendwie die Hälfte. Also mein Gehirn funktioniert nicht so ganz, muss ich sagen. Ich bin so auf 60%.
hat auch schon wieder Blumen besorgt. Wirklich, wir sind so kleine blumenverrückte Mausis. Wir müssen das alles wieder gut machen, was die ganze Zeit irgendwie ja nicht für uns so gesehen zugänglich war. Ja, deswegen würde ich sagen, ich melde mich später. Leute, ihr habt kein Klo. Wie stark ich mich gerade am Beeilen bin. Weil Jessica einfach seit 10 Minuten vor Zara steht und ich dadurch richtigen Zeitdruck habe. Egal, ich flitze jetzt mit meinem Zara-Paket. Geht das umtauschen. Dann wollten wir noch kurz zur DM, weil ich wollte mir noch mein Lieblingsgetränk holen. Und dann schauen wir mal, was wir da machen. Reden wir über meinen Fahrstil? Okay, also Leute, wir sind jetzt auf dem Weg zu unserer Fotolocation. Ich habe Jessica gerade meine alte Fotolocation gezeigt. Und ich habe uns die Sonne bestellt und ratet, was gerade rauskam. Die Sonne! Die kleinen Mäuse sind hier drin, weil Milos Foto immer noch ein bisschen am Bluten ist zwischendurch. Und Jessica hat uns diese coolen Blumen geholt. Und ich habe eben eine Tankstelle. Die sich hier. Und einmal in hellrosa. Das ist echt pretty. Pretty ohne Ende. Ich mach die, ja. Die sind schön, oder? Mhm. Ich mach die ganze Zeit so richtig Türkisch-Style, wie ich hier am Fahren bin. Ja. Und ja, ich fahre halt einfach nach Lust und Laune gerade, ne? Aber anders komme ich hier auch gerade nicht durch, weil es ist irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, was heute los ist, aber die Leute sind irgendwie, warum dürfen wir denn jetzt hier nicht rein in die Straße? Fährt hinter uns ein Auto, nein, ne? Oh. Muss ich mal gerade hier Milo festhalten? Orientieren. Ich glaube, da war es, wo wir rein müssen. Oh, hier ist cool. Hä, hey, hier sieht es ja voll fancy aus. Mhm. Kommen wir mal rein? Nein, ne? Pförtner, hallo. Kämmergasse. Hä, ist ja richtig süß. Mhm. Guck mal, auch mit dem Baum und so. Das wäre ja voll süß, wenn man dahinter diese Absperrung... Also, siehst du, was ich meine? Warum lachst du denn? Absperrung. Das ist zu, wir kommen da nicht rein. Ich kletter auch über einen Zaun. Nee. Ich guck dir dabei zu. Okay, machst du da mindestens ein Bild, wenn ich drin bin? Ach krass, die haben mir damals Autos hingebracht. Hey, ich tue so, als wäre ich hier noch nie gewesen, aber... Ich finde mal spontan irgendwie so eine Ecke. Hier ist meine alte Bibliothek. Oh, guck mal, wie hübsch diese Bäume. Schön. Oh, ich habe immer noch Kamera an. Wir finden uns jetzt auf dem Weg zurück nach Hause. Milo hat mich verschluckt. Schatzi, Katz? Ist besser? Ja? Wir befinden uns jetzt auf dem Weg nach Hause. Wir waren heute bei, das steht glaube ich gar nicht drauf, Rocket Rice. Das heißt Rocket Rice, ne? Mhm. Und haben Milchreis gekauft. Ich wollte eigentlich noch eine Zimtschnecke kaufen, aber Leute, ich sag euch ehrlich, ich stehe nicht an, um mir eine Zimtschnecke zu kaufen. Also sorry, aber nein, dann gehen wir lieber unter der Woche nochmal. Aber ich würde schon sehr gerne die mit Kirsche und Schoko testen. Gab's tatsächlich. Und es gab irgendeine Marzipan-Zimtschnecke. Das habe ich noch nie gegessen. Aber heute gab es keinen Marzipan. Und es gab Bueno. Hast du schon Bueno gegessen? Ja. Also Bueno und Pistazie waren sehr nice. So, liebe Leute. Oh, das war schlecht. So, liebe Leute, wir sind jetzt auf dem Weg. Also ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause. Ich habe Jessie gerade rausgelassen. Die fährt nämlich jetzt mit der Bahn. Und wollte auch noch eine Kleinigkeit erledigen. Und ich habe ganz schön Hunger, muss ich ehrlich gestehen. Also ich bin richtig, richtig hungrig. Ich weiß auch gar nicht, was wir heute zuerst machen sollen. Ich weiß nicht, ob wir was bestellen, ob wir was machen, weil HelloFresh kam an. Da ist aber nichts mit Fleisch dabei. Das heißt, es wäre auch nicht schlimm, wenn wir was bestellen. Das Ding ist, ich hatte, ich glaube, eine Suppe und eins war wie so ein Eintopf bestellt. Und das andere war mit so Gnocchi. Ich kann dieses Wort nicht richtig aussprechen, ne? Ja, und deswegen bin ich gerade nicht sicher, was wir machen sollen. Weil ich habe überlegt, vielleicht mache ich uns die Paprika... Tomatensuppe für heute Abend zu Sahur. Wäre eigentlich voll gut. So eine Suppe ist richtig nice zum Schlafen, glaube ich. Dann mache ich uns, glaube ich, heute Abend die Suppe oder bereite die gleich schon mal vor. Aber das reicht ja nicht. Vor allen Dingen für ihn nicht. Kennen ja alle Männer. Suppe ist ja gefühlt nicht zu essen. Und ja, deswegen ich fahre jetzt nach Hause und melde mich dann zu Hause wieder. Kurz zu oder kurz vor Iftar oder direkt an Bei Iftar, oder? Keine Ahnung. Bis gleich. Das ist, was wir heute, also was ich heute kochen werde. Veganes Dal Makhani
pikantes indisches Curry. Ich bin sehr gespannt. Wir braten jetzt die Zwiebeln an, dann kommt das alles noch rein. Dann sind wir auch schon so gut wie fertig. Ich bin super, super gespannt, wie das schmecken wird. So sieht der ganze Spaß jetzt aus. Ich stelle euch mal kurz dunkler, dann seht ihr nämlich auch was. Ich finde, es sieht fantastisch aus. Das Ganze muss jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen kochen. Ich habe ein bisschen viel Wasser, glaube ich, wieder reingemacht. Aber ist nicht schlimm. Das wird auf jeden Fall noch verkochen. Und Fladenbrot habe ich schon in den Airfryer reingelegt, das kleine Schätzchen. Das wird gleich ein bisschen, ja, kurz auf was machen wir das? Gebacken? Ich gucke gleich mal. Geröstet, gegrillt, irgendwie so in der Art. Dann haben wir noch zwei Pizzastückchen von gestern. Die wärme ich uns gleich noch auf. Und mal gucken, was wir gleich sonst noch machen. Ich habe jetzt zum zweiten Mal wieder Tiefenreinigungsshampoo drauf. Ich weiß nicht warum. Ich habe das jetzt locker 10-mal gemacht. Und ich habe eben den Vlog geschnitten, wo ich es das erste Mal gemacht habe nach der Tönung, wo ich gesagt habe, ich glaube, das geht diesmal voll schnell raus. Und Leute, ich habe es jetzt 10-mal gemacht und es kommt immer noch Farbe raus. Ist auf der einen Seite richtig gut, weil meine Längen halt dadurch immer heller und heller werden, logischerweise. Ja, ist jetzt die zweite Runde für heute. Ich habe es eben schon mal eine halbe Stunde drauf gelassen. Es kam immer noch Unmengen an Farbe raus. Ich habe es jetzt, also ich lasse es jetzt wieder eine halbe Stunde drin. Ich bearbeite jetzt noch das Thumbnail für den Vlog. Habe eben schon mal die Bilder durchgeguckt von heute. Die sind amazing geworden. Ich muss mich halt echt dran gewöhnen, mit einem Dutt Bilder von mir zu machen. Ich weiß nicht warum. Irgendwie, ich bin nicht so die Zuhaar-Person, was Bilder und Shootings angeht. Ich will mich aber dran gewöhnen und ich weiß nicht, warum ich heute nicht daran gedacht habe, vorne meine Strähne rauszunehmen, weil damit fühle ich mich halt übel wohl. Ich habe es einfach vergessen. I don't know. Ich habe es einfach vergessen. Ja, ich bereite gleich meine Extensions für morgen noch vor, weil morgen ist Shooting-Tag Nummer 2. Wir wollen morgen in so eine, das ist wie so ein Schloss, Villa-mäßig und da ist halt so eine Ausstellung. Und da wollen wir hingehen Bilder machen. Fingers crossed, dass das alles funktioniert und die uns da auch Bilder machen lassen. Das müssen wir natürlich auch erfragen. Wenn nicht, müssen wir eine andere Shooting-Location raussuchen oder gehen wieder in das Schloss, wo wir sonst immer Bilder machen. Ja, ansonsten freue ich mich auf morgen. Am Montag kommt die süße Bella-Maus, endlich. Das ist meine Freundin aus Frankietown, wer sie nicht kennt. Man sieht sie nie, aber man hört sie oft. Und ja, ich freue mich einfach sehr, weil wir Montag wahrscheinlich einen Tag bei mir zu Hause verbringen werden. Einfach eine Pfeife rauchen werden, was Cooles zu essen holen. Wahrscheinlich werden wir ein Süppchen machen, weil ich habe nämlich noch die HelloFresh-Suppe. Was ist das? Tomate, Paprika. Boah, die war so lecker letztes Mal, dass ich die nochmal bestellt habe. Mit so Baguette, mit Mozzarella. Das wird amazing. Dann vielleicht noch irgendwas zum Snacken. Pfeife, perfekter Abend. Eigentlich wollten wir rausgehen, aber ich glaube, zu Hause zu chillen tut auch mal ganz gut. Dann werde ich nämlich Montag einen ganz entspannten Tag machen. Und Dienstag würde mein einziger Ruhetag sein. Wahrscheinlich. Weil Mittwoch, Donnerstag wird sehr viel und sehr anstrengend. Was da passiert, werde ich euch dann in Ruhe berichten. Und ja, Leute, ich mache jetzt mein Thumbnail fertig, mein Titel, Videobeschreibung etc. Dann gehe ich Haare auswaschen, Extensions vorbereiten und bereite alles für morgen vor. Ich liebe es, dass ich einfach nicht mal auf die Aufnahme gedrückt habe. Was ist denn mit mir? Ich quatsche hier seit 5 Minuten mit euch und es nimmt einfach nicht auf. Ja, ich sitze auf jeden Fall im Auto. Ich bin jetzt auf dem Weg zu Jessica. Ich habe die Blumen zu Hause vergessen. Schande über mein Haupt. Wie man sieht, bin ich aber maximal vollgepackt, weil ich heute Abend zu mir nach Hause muss. Pakete packen. Ich sitze übrigens gerade im Auto mit meinen Hausschuhen, weil ich Schuhe hinten drin habe. Und ja, ich freue mich ganz, ganz doll auf heute. Wir fahren heute zu so einer Villa, wo man auch Eintritt bezahlt. Da ist irgendwie so eine Ausstellung und da wollten wir Bilder machen. Ich hoffe, dass wir da Bilder machen dürfen. Weil wenn nicht, müssen wir zum Schloss fahren. Dann fahren wir nämlich zum Schloss und gehen da Bilder machen. Aber ich hoffe, dass wir da rein können, weil es ist heute wieder so ein richtig komisches, bedecktes Wetter. Es ist saukalt draußen und ja, deswegen mal schauen. Ich werde wahrscheinlich heute Iftar bei mir zu Hause verbringen, damit ich meine Pakete in Ruhe packen kann, weil ich die morgen dem Postboten übergeben muss. Und ich hoffe, Jessica hat ein Trockenshampoo, weil meine Haare sehen irgendwie gerade richtig wild aus. Und ich habe vergessen, welches aufzutragen, weil ich zu faul war, nochmal reinzugehen. Leute, das ist unsere heutige Location. Wie pretty sieht's bitte aus? Boah, ich sehe ja richtig durchgenommen vom Wind aus. Halleluja. So Leute, wir haben hier jetzt Bilder gemacht. Wie heißt das da eigentlich? Villa Zanders. Villa Zanders. Wir waren in der Villa Zanders und haben Bilder gemacht. Wir haben uns das irgendwie größer vorgestellt. Ein, zwei Räume haben uns gefallen. Ich rede gerade so, als rede ich mit meiner imaginären Freundin. Ja, aber es war wirklich, also die unteren Räume waren schön, aber oben war es halt zu neu modern, für das, was wir auch Bildern haben wollen. Und irgendwie die Bilder waren halt auch ein bisschen komisch. Aber
Wir haben wenigstens was gemacht. Wir waren produktiv. Jetzt fahren wir zum Schloss, gehen dann noch mal die Table da machen, weil es reicht noch nicht. Und dann fahren wir kurz mal ein Essen holen. Können wir vorher anrufen und das bestellen? Ja, klar. Kannst du anrufen? Ja. Aber jetzt noch nicht, ne? Warum? Brauchen wir lange für die Table da? Weiß ich nicht, bis wir da sind. Ich nehme es doch sowieso kalt mit. Ach so, ja, okay. Du musst mir nur sagen, was du haben möchtest. Das, was wir beim ersten Mal gegessen haben. Und Pizzabrötchen und... Was war das denn? Ist das okay? Ich muss weiß mal nicht. Gucken. Also ich würde sogar Pizzabrötchen mit Aioli und mit Kräuterbutter nehmen. Na, hör mal. Kleiner Baumbaum. Aber jetzt freue ich mich schon richtig aufs Essen. Ich kann nicht reden. Also wir waren produktiv. Ich muss sagen, diese Haare gehen mir langsam wirklich anders auf den Keks. Weil das Problem ist, ich habe halt jetzt gemerkt, wie anstrengend das ist, diese Kacke wegzubearbeiten. Ne? Es ist halt wirklich super nervig und es legt sich auch nicht. Und ich weiß nicht, wie gesagt, vielleicht wollen die jetzt bis nach ganz oben wachsen. Ich kann es nicht sagen. Dann komme ich demnächst mit so einer Frisur. Das wird sich ja noch legen mit der Zeit, aber es ist einfach jetzt gerade noch zu kurz. Ne? Ich weiß nicht, wann sich das legen will. Guck mal, wie lang dieses Haar ist. Das ist einfach ein Problem. Guck mal bitte. Mhm. Was, wenn du das so runterföhnst? Habe ich schon versucht, geht nicht. Ich föhne nach unten, die gehen immer nach oben. Ich versteh's nicht. Hey, ich ist auch süß, aber es sieht eher aus wie in Schule, ne? Mhm. Hier bin ich tatsächlich auch zur Schule gegangen hier. Echt? Ach krass, süß. Süß. Naja, ich fand die Zeit nicht so süß, aber. Ja, ich glaube, wer mochte Schule, Leute, sag mal bitte. Ich nicht. Also ich würde sagen, ich melde mich später. Ich warte gerade auf Jessica, weil die guckt, ob die noch ein paar Pappkartons für mich hat, weil ich ja einige Sachen jetzt verkauft habe, muss ich das einpacken und brauche Pappkartons. Danach mache ich mich auf den Weg zu mir. Ich habe gerade schon mein Essen abgeholt, werde alle Pakete packen, dann wieder zu meinem Partner fahren und dann dort essen, weil ich sehe das jetzt nicht ein, bei mir mein Fasten zu brechen, wenn ich sowieso dann zu Hause bin, wisst ihr. Ja, deswegen werde ich das gleich ganz entspannt machen. Ich freue mich auf jeden Fall voll. Der kleine Spatz ist heute im Hyper-Kuschel-Modus mit Tante Jessica. Du bist Schmusebär. Der liebt es mit einem und jedem zu kuscheln. Der ist so süß, wenn ich ein Hund wäre. Ich wäre Milo. Ich liebe dich, du kleiner Wurm. Hast du Mama auch lieb? Gibst du mir einen Kuss? Ui, das war ein süßer Bus. Okay, Leute, ich würde sagen, ich melde mich gleich. Wenn ich wieder zurück bin, wahrscheinlich kurz vor Iftar, dass ich euch mein Essen zeige. Ich bin so kaputt und müde gerade. Aber egal, wir schaffen das. Leute, wir befinden uns gerade 5 Minuten vor Iftar. Ich habe jetzt das Essen warm gemacht, habe hier Brötchen liegen, habe Hummus rausgeholt, habe ja hier noch die Kräuterbutter. Dann habe ich mir zweimal so ein Stück Baklava geholt, habe mir Trinken rausgeholt, mein Wasser eingeschüttet. Datteln sind da vorne, da nehme ich mir jetzt gleich einen. Und ja, ich würde sagen, Afetoso an die Mäuse, die schon essen dürfen. Und ich freue mich jetzt richtig aufs Essen, Leute. Ihr wisst nicht. Sag mal so, ich hatte einen anders stressigen Morgen. Also wirklich, ich bin so genervt. Ich habe jetzt für Pakete packen, was so 10 Minuten braucht, 2 Stunden braucht, weil ich einfach diese Paketzettel nicht ausgedruckt bekommen habe, weil der Drucker am Spinnen war. Jetzt musste ich irgendwo hinfahren, diese Dinger ausdrucken. Jetzt fahre ich Sonnen. Nach dem Sonnen werde ich mich fertig machen und davor noch ein bisschen was lesen. Das wird sehr interessant. Ja, keine Ahnung. Also ich bin gerade leicht überfordert, muss ich ehrlich gestehen. Oh, super. Ja, auf jeden Fall, Leute, ich würde sagen, ich melde mich gleich. Gehe jetzt erstmal sonnen. Mach das nicht nach, was ich mache, okay? Mach das einfach nicht nach. So. Ich habe eben meine Lifting-Pads wieder draufgeklebt und es ist so krass, dass man einfach dadurch 80.000 Jahre jünger aussieht. I mean, look at this. I love it. Ja, ich bin jetzt mit den Mäusen, wie gesagt, auf dem Weg. Ich muss in Bensberg, wo wir jetzt gerade hinfahren, auch nochmal zu DM gehen. Denn ich wollte einmal Toilettenpapier holen, ganz, ganz wichtig, weil mir fast gar nichts mehr da. Ich bei mir nicht und dort, wo ich sonst auch mal schlafe, auch nicht. Ja, deswegen bin ich auf dem Weg mit den kleinen Mausis und Tante Bella kommt nachher. Ich freue mich unnormal. Ich wollte noch bei Aldi oder so ein paar Früchte holen, so allgemein ein bisschen Obst, Früchte. Ist dasselbe, ne? Ich bin lost. Ich melde mich gleich, Leute.
Leute, ich sag euch eine Sache momentan. Ich habe das jetzt schon öfter in den Vlogs gesagt, ne? Mein Gehirn ist einfach, seitdem ich faste, maximale Matschepampe. Ich mache mir gestern noch kurz eine Notiz, was ich heute alles mitnehmen muss und was ich heute alles erledigen muss, weil ich wirklich alles vergesse. Und auf der Notiz stand, Buch und Laptop mitnehmen. Weil ich mit meinem Laptop ja die Etiketten ausdrucken musste und mein Buch wollte ich mitnehmen, damit ich in der Zeit, wo ich auf Bella warte, ich da warte, kurz mein Buch weiterlesen kann. Und ich wusste, es fehlt ein dritter Punkt. Und ich schwöre euch, Leute, da dachte ich so, boah, nein, kann gar nicht sein, eigentlich kann ich nichts vergessen haben. Und jetzt gerade sitze ich im Auto und mir fällt ein, dass ich mit Bella zusammen die Suppe machen wollte von HelloFresh. Und ich das jetzt alles zu Hause vergessen habe. Lieben wir einfach. Was soll ich noch sagen? Also, Leute, ohne Scheiß, wenn ich am Fasten bin, ihr könnt mein Gehirn einfach vergessen. Bitte tragt mir niemals, wenn ich am Fasten bin, auf, an irgendetwas zu denken, weil ich alles einfach vergesse. Ich vergesse, wenn ich Dinge in meiner Hand halte, vergesse ich, dass ich gerade mein Handy in der Hand halte und suche es. Ich bin einfach lost. Ich bin einfach lost in the ocean. Egal, jetzt haben wir das geklärt. Das heißt für mich, ich muss gleich mal gucken, was ich uns für zu essen besorge. Wenn nicht, muss ich nochmal hin und zurückfahren. Wäre ein bisschen unnötig, deswegen würde ich eigentlich lieber irgendetwas kaufen, was wir dann snacken können. Und ja, ich schau mal. Ich habe schon überlegt, vielleicht statt zu Aldi zu Kaufland zu fahren und da einfach Obst und irgendeine Kleinigkeit zu holen. Bei DM kann ich ja auch gucken, ob ich irgendwas zum Snacken schon mal finde. Und ja, ich schau gleich einfach mal. Wir haben 10 Minuten Fastenbrechen. Wir haben aber ein bisschen gebraucht. Wir haben uns jetzt Pizza warm gemacht. Dann haben wir uns so Erdbeeren mit Schoki gemacht. Einmal mit dieser Raffaello-Schokolade. Oder nee, was war das nochmal? Rocher. Und einmal mit Milka. Und ich bin so gespannt, wie es schmecken wird. Aber ich glaube, das wird toll. Und jetzt haben wir noch eine zweite Pizza im Ofen und dann gehen wir uns das Essen. Ich habe mich jetzt bettfertig gemacht. Ich habe gerade das erste Mal Formiskin angewendet. Ich habe jetzt auch für euch einen TikTok begonnen. Ich bin sehr gespannt, wie es meine Haut verändern wird. Wie gesagt, ich habe es jetzt zum allerersten Mal benutzt. Ihr seht den Stand meiner Mundrose. Es ist immer noch eine Katastrophe. Ich habe zwar keine Puste mehr. Ich muss aber sagen, die letzten Tage habe ich richtige Schmerzen an den Stellen um meine Nasenflügel herum. Es ist super, super unangenehm. Kinnbereich geht momentan. Auf der rechten Seite ist wirklich okay, links ist immer noch. Ich bin gespannt, was das bringen wird. Ich wusste persönlich gar nicht, dass Formiskin auch Produkte gegen Mundrose ausstellt. Ich war so begeistert und ich dachte mir, wir testen das. Ich werde euch, wie gesagt, dazu noch einen TikTok posten, wo ihr dann allgemein alles noch ein bisschen mehr seht. Aber das ist der Stand meiner Haut jetzt. Ich werde jetzt lesen. Bella ist jetzt eben nach Hause gefahren, beziehungsweise zu ihrer Freundin. Und ja, ich würde sagen, ich gehe jetzt schlafen und lesen.